Das war jetzt eine lange Winterpause, das ist ja in der DTM leider so. Und dann fiebert man den letzten Tagen wirklich entgegen. Und wir waren ja in Hockenheim jetzt letzte oder vorletzte Woche noch beim Testen gewesen. Und ja, da kriegt man schon so das Vorgefühl und dann kribbelt es. Und du merkst auch mit den Fahrern, die sind alle so heiß. Das ist so wie beim Pferderennen, wenn die da in den Boxen stehen und gegen die Wände knallen. Also so sind die Fahrer auch unterwegs und wir auch alle. Maxime Martin, den kennen wir schon ein bisschen länger, der war letztes Jahr unser Test- und Entwicklungsfahrer in der DTM, ist aber mit uns auch schon in der ALMS und auf der Langstrecke unterwegs gewesen. Sehr, sehr starker und schneller Fahrer und mit Antonio Felix da Costa, einen ganz jungen Wilden, kann man schon fast sagen, ja, der mit seinem Speed einfach beeindruckt. Die zwei mit an Bord zu haben, glaube ich, dass wir für dieses Jahr auch, was den Fahrerkader angeht, wieder sehr gut aussortiert sind und ich freue mich riesig auf die Saison.